Willkommen im Autohändler-Alltag. Von Benzo bis BMW. Willkommen im Autohändler-Alltag. Audi Cabrio. Willkommen im Autohändler-Alltag. Alles was du willst. Willkommen im Autohändler-Alltag. Komm zu dir. Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge bei der... Naja, wie auch immer, die Autogesellschaft, ihr wisst ja Bescheid. Ja, wie ihr sehen könnt, sind wir gerade mit dem G-Modell unterwegs. Das ist quasi jetzt die abschließende Probefahrt. Und wir sind ja nun schon 360 Kilometer in der Stadt gefahren, richtig. 364. Und werden jetzt die restlichen 650 Kilometer knapp, ein bisschen was drunter, über ja, Autobahn und halt Landstraße noch ein bisschen fahren. Um den Motor, der hier frisch hereingekommen ist, der komplett quasi überholt wurde, von der Fachfirma final einzufahren. Dann kriegt er nochmal einen Öl- und Filterwechsel. Dann hoffen wir mal, dass alles richtig ist, dass alles funktioniert hat, dass alles dicht geblieben ist. Und dann kann er theoretisch dann zum Kunden auch zurück. Der wartet hier auch schon sehnsüchtig auf das Ding. Aber das Problem ist halt auch, bis du die Kilometer drin hast, quasi in der Stadt so rumschleichen und niedrige Drehzahlen, das dauert halt immer eine Weile. Ich bin alleine jetzt in einer Woche, da bin ich schon wirklich viel unterwegs gewesen. 300 Kilometer nur rumgeeiert mit dem Ding. Ne? Und was machen wir jetzt eigentlich? Wir fahren jetzt hoch nach Berlin Kätzchen-Etzin. Da habe ich ein 650 Coupé gekauft. Ja, manche wird es mit der Stirn runzeln. Sie fragen, Alter, schon wieder, was in die Rene. Das ist diesmal ein X-Drive und das hat auch folgenden Hintergrund. Und zwar ist das ein 2012er auch, 408 PSer mit 67.000 Kilometer runter, mit nachvollziehbarer, lückenloser BMW-Historie, weil dieses Fahrzeug hat noch bis, glaube ich, Mai oder Juni 22 ein Full-Service-Paket bei BMW. Das heißt also, wenn an der Droschke irgendwo eine Lampe angeht, fährst du mit der Karre dahin und sagst Moin. Zu jedem BMW-Vertragshandel. Und kannst also dein Auto dort, wenn du willst, Service und Zeug durchführen lassen. Und hast halt den Vorteil, oder für mich als Käufer war es hier der Vorteil, ich kann mir sicher sein, dass der seine Wartungsintervalle lückenlos eingehalten hat. Und jetzt kommt noch ein ganz entscheidender Fakt, den, was jetzt aber auch ein bisschen zufällig auch ist. Die X-Drive-Modelle bei BMW, so erzählt man sich, so hat es mir auch jemand aus der Community, der sich mit dem Motoren bestens auskennt, auch geschildert und bestätigt, sind die Lagerschalen besserer Qualität beim X-Drive. Warum? Weil die X-Drive-Modelle im Regelfall schwerer sind, Schnellrad und meistens ja SUVs. Und deswegen hat man in dem Motor eine andere Lagerschale drin, die wohl mehr Last abhält. Das heißt also, sprich, man spricht von dem Losbrechmoment, das bedeutet, du stehst an der Ampel meinetwegen und gibst halt Gas und dann setze ich ja mit den 408 PS und ich weiß gar nicht, 650 Newtonmeter oder wie viel die Kiste hat, ja, setze ich ja eine 2,12 Tonnen irgendwas in Bewegung und brechen, drücken ja quasi auf die Kurbelwelle. Ja, und das vertragen eben diese, ich nenne sie jetzt mal preiswerten Pleuel-Lagerschalen nicht ganz so. Beim Standardmotor und beim X-Drive sind halt gehärtete drin. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt quasi das Ding holen und es klingt jetzt ein bisschen drastisch, das Auto hat 67.000 Kilometer aktuell drauf, das ist zweite Hand oder sowas, auch ein deutsches Auto, auch glaube ich ein relativ hübsches sogar, ist noch nicht mal hässlich das Ding, wollen wir das Ding als Spender holen, im Zweifel, falls der Motor platt ist, der andere. Wir haben jetzt eine Ansage gekriegt vom Motorenbauer letzte Woche Freitag noch, in denen er uns geschildert hat, dass die Laufspuren, die wir in den Bahnen, Zylinderwandungen gesehen haben, normal sind. Okay, das ist normal, na dann bitteschön. Ne, das wäre in Ordnung, das ist völlig normal. Haben auch einige geschrieben. Also wir haben ja auch einige Leute, die in der Community sich echt gut auskennen mit Motoren. Und ne, die meinten, das haben die schon bestätigt und das hat auch der Motorenbauer jetzt bestätigt. Das reißt den Rest nach unten rum mal komplett auseinander und guckt sich das alles nochmal im Detail an, misst es aus und dann denke ich, müssen wir heute Abend, morgen Vormittag dann genauer, ob nicht sogar der alte Motor noch zu retten ist. Aber da hatte ich das Auto schon gekauft. Weil es ja erst hieß, naja, nee, eigentlich ist das Ding durch. Ne? Ist aber nicht so schlimm. Wenn der Motor noch zu retten ist, ist auch den Kunden lieber, wir revidieren den, als den anderen natürlich einzubauen. Da hätten wir dann aber natürlich auch eine neue Kette mit neuen Spannern und Zeug eingezogen. Also aufgemacht, zum Teil hätten wir den auf jeden Fall auch. Das ist jetzt erstmal ein grober Plan. Ich würde sagen, wir haben es voll getankt und jetzt fahren wir mal los, oder? Bis gleich. So, wir sind jetzt quasi, nachdem wir mal wieder lost unterwegs waren, in die verkehrte Richtung gefahren sind. Stimmt's, Julian? Vielleicht. Weil der Herr Navigator mit dem Handy in der Hand sagt, nee, nee, wir müssen hier rechts runter. Ah, müssen wir nicht doch geradeaus. Nee, nee. Safe. Er sagt hier safe rechts. Hm, genau, nicht so. Hm, das sieht aber komisch aus jetzt hier. Ich eigentlich müsste doch woanders lang. Achso, ja, nee, stimmt. Ah, mh, wo du sagst, ist doch in die andere Richtung. Boah, Alter. Ja, das sah wirklich so aus. Ja, und was war natürlich auf der anderen Seite? Ein bisschen Stau. Zähfließend. Also. Ja, gut. Wie auch immer, scheiß drauf.
Jedenfalls sind wir jetzt irgendwie, wir sind ja knappe 3/4 Stunde vom Ziel, sind jetzt irgendwie 200 Kilometer gefahren mit dem G. Bis jetzt läuft eigentlich alles. Macht jetzt auch keine Faxen oder so. Alles schick. Alle Temperaturen cool, also von daher funktioniert ganz gut. Leistung hat er, qualmt halt männlich das Ding auf jeden Fall. Also ich finde, der Motor mit dem revidierten Lader macht mehr Ruß als der alte. Ach, deswegen bremsen die alle, weil hier ein Blitzer ist. Das macht Sinn. Wie schnell ist denn hier? Das Geile ist auch, wenn man nie weiß, wie schnell ist. Ja, und man dann auf 40 bremst, so gefühlt, wenn man Angst hat. Wer kennt's? Ja. Jetzt haben wir noch was in der eigenen Regie. Es hatten uns schon einige auch aus der Community gefragt, ob wir nicht quasi so eine Fahrzeugbewertung quasi von denen ihren Autos machen könnten. Also von euren Autos, was ihr quasi im Besitz habt oder verkaufen wollt oder was weiß ich, dass wir quasi in den Video ein Video darüber machen, vielleicht eine neue Rubrik oder so, keinen Plan, wie wir bewerten eure Autos oder sowas, wie man es nennen will. Oder ihr schickt euch uns geile Autos, wo ihr überlegt, die zu kaufen und euch nicht sicher seid und wir gucken uns das halt an. Also sprich, wenn ihr ein Auto kaufen wollt, dann schickt uns halt den Link, egal ob eBay, Kleinanzeigen oder was weiß ich, oder mobile.de oder Autoscout. Dann können wir das bewerten. Genau, wenn euer Auto inseriert ist, ist das dasselbe Spiel. Oder wenn es nirgendwo inseriert ist und ihr einfach nur wissen wollt, okay, wie kann ich ins Rennen gehen, dann brauchen wir auf jeden Fall ein paar aussagekräftige Bilder im Zweifel, die wir dann auch verwenden dürfen und zeigen dürfen. Das sollte schon das A und O sein. Kilometerstand, vielleicht eine Film dazu, dass wir auch mal die Abstandbilder abchecken können. Eine Preisvorstellung, wo ihr denkt, das wollt ihr haben und vielleicht was zu dem Fahrzeug irgendwie interessant ist zu wissen. Also sprich, hat dann Check-up wie Vorbesitzer unfallfrei, irgendwelche speziellen Modifikationen, größere Reparaturen, solche Sachen eben. Egal, was das für eine Karre ist, würde ich sagen. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir daraus ein eigenes Video-Rubrik-Thema, ob euch das interessiert, könnt ihr ja mal jetzt hier in die Kommentare bitte schreiben, ob ihr an sowas Interesse habt. Genau, und wenn, dann würde ich halt eine E-Mail-Adresse jetzt hier unten einblenden. Genau. Dass ihr es auch bitte dahin schickt und nicht über Insta oder über... Korrekt. Ausschließlich bitte über diese E-Mail-Adresse, weil sonst verlierst du einfach einen kompletten Überblick gefühlt. Der nächste schreibt dir über WhatsApp, der nächste über Insta, da kommen doch ein paar Mail rein, dann kommt es auf Verkauf rein, dann kommt es auf Media rein und dann geht es komplett durcheinander. Da wäre halt top, wenn ihr das quasi gebündelt, wenn ihr daran Interesse habt und wenn wir genug Material zusammen haben für eine vernünftige Videolänge und interessante Themen, dann wird man dazu dann auch ein Video machen wollen. Wird es dann einfach mal probieren und schauen, ob das euch gefällt oder nicht. So, den Gedanken hatten wir jetzt eben und haben jetzt mal ein bisschen drauf rumgesponnen, wie man das gestalten kann. Wenn ihr noch einen Verbesserungsvorschlag habt oder eine Idee dazu, dann immer raus damit. Wir sind ja für Vorschläge offen. Dann bis gleich im Logistikcenter. Was geht, Leute? So, also, Corpus Delicti haben wir jetzt in der Hand. Wir fahren mal eine kurze Proberunde, oder? Mhm. Schnell zum Fressen, mal einen Kaffee holen und dann geht's weiter, oder? So, willkommen im, ja, wie soll ich denn sagen, in unserem neuen Herz aus Stahl oder Guss vielmehr. Obwohl, ich weiß gar nicht, ist das ein Alublock? Ich glaube, es ist ein Alublock, ne? Herz aus Alu, jawohl. Unser Herz aus Alu. In der Theorie, wenn es sich jetzt doch noch herausstellen sollte, dass der Motor nicht mehr zu machen ist von dem 650, wird das jetzt hier der Spender werden. Jetzt fragt sich natürlich der eine oder andere, warum das, warum kaufst du denn irgendwo her einen Motor? Sicherlich kann man das tun. Problem ist nur, ich will halt gerne wissen, was ich hier in den nächsten Auto mehr oder weniger einbaue. Deswegen war es mir irgendwie sympathischer, das Auto vorher Probe fahren zu können und auch zu wissen, was hier gehauen und gestochen ist auf dem Kilometerstand. Das Thema ist einfach das, dass du das bei diesen Motoren vom freien Markt sind meistens Motoren aus Polen, ganz, ganz häufig, Komplettmotoren. Und die haben halt oftmals den Nachteil, dass die nie nachvollziehbar sind, was genau jetzt wie, weshalb, warum. Also wenn du da so einen anrufst und sagst, hier, gib mir mal eine Fahrgestellnummer oder eine Motornummer, dass ich mal das prüfen kann, sagen die, hat nichts Fahrgestellnummer. Schön. Ja. Damit ist das irgendwie abgewählt und das war jetzt für mich jetzt die greifbarste, sinnvollste Situation, um schnellstmöglich auch ein adäquates Ersatzherz zu besorgen von dem Spender, in dem Fall jetzt von dem 650 hier. Hatte 66.697 Kilometer, also dann 67.000 runter. Ist also noch ein Stück unter dem sogar, was eigentlich drin war. Der hatte 70 und. Mhm. Ist lückenlos Check-up gepflegt, alles gemacht an dem Ding. Ich fand jetzt nur, der Klang jetzt ein bisschen hart. Mhm. Was hat jetzt oft gehört, ne? Ja, wahrscheinlich brauchte der noch ein bisschen Öl, der Kollege. Stand wahrscheinlich jetzt 2-3 Wochen hier rum, das kann schon mal sein. Das wird sich jetzt dann gleich herauskristallisieren. Und so hatte ich halt jetzt die Möglichkeit, auf Nummer sicher zu gehen, das Ding richtig Probe zu fahren. Wir können alle möglichen Tests und Funktionen probieren.
Und was ich halt persönlich halt gut finde, ich weiß, was ich gekauft habe. Also die Historie haben wir vorher gecheckt, das Ding hat halt ein Full-Service-Paket noch bis irgendwie Mitte 22. Das heißt also, das erste, was ich jetzt mit dem Auto mache, ist zu BMW stellen und sagen, mach mal eben mal bitte, was zu tun ist. Und dann werden wir auch wissen, ob der andere Motor geht oder nie geht. Wenn der andere geht, wäre es natürlich mir und den Kunden natürlich lieber. Wir setzen den in Stand und bauen den wieder in das alte Auto ein. Ansonsten, wenn es nicht geht, würde ich jetzt wahrscheinlich dann just in Plug and Play den raus, da rein und mir dann natürlich eine Waffel machen, wo kriege ich dann den anderen Motor her. Natürlich ist das Problem dann im Zweifel nur vertagt erstmal. Aber was ich mir verschaffe, ist halt Zeit. Und wenn ich Zeit habe, kann ich in Ruhe nach einem Motor suchen. Weil der größte Feind von Qualität ist Stress und Hektik. Na, weil der Kunde wartet natürlich auf sein Auto, ne, und will natürlich irgendwie auch nochmal fahren. Dieses Jahr, wenn es geht. Mhm. Ne, diesen Sommer. Oder gut, Sommer ist ja eigentlich durch, aber egal. Will aber auf jeden Fall nochmal die letzten Sonnenstrahlen ein bisschen mitnehmen mit dem Auto. Also ich würde sagen, fahren erstmal tadellos. Wir können den ja gleich nochmal von außen auch zeigen, gerne, weil ich finde den eigentlich echt cool. Ja, der ist wirklich eine sehr interessante Kombination, muss ich sagen. Feiere ich ja mal komplett, das Ding, ne? Fährt auch geil. Also der Motor in dem Auto ist schon echt cool. Das muss man, also muss man einfach so sagen. Mhm. Ob nur gut oder schlecht das Ding, sei jetzt mal dahingestellt. Aber fahren tut er geil. Passt perfekt zu der Karre. So, dann gucken wir uns das Ding nochmal in Ruhe an. Also was das Auto jetzt alles so mit sich bringt, ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist der erste oder zweite Hand. Ist ein deutsches Auto, soll laut Verkäufer auch unfallfrei sein. Das müssen wir uns dann eben nochmal angucken. Hat erstmal soweit alle ASI-Systeme. Sitz, Klima, Heizung, Massage, großes Panoramadach. Leider hat das Around View. Yep, hat er auch. Also es ist schon von der Ausstellung her sehr geil. Und hat eine Standheizung, würde ich jetzt sagen. Totwinkel, genau. Boah, mit Wespe. Alter, geil. Was geht mit dir, Kunde? Ey, du musst da hier bezahlen hier. Das ist Blablacar. Das Einzige, was er nicht hat, ist ein Soundsystem, ne? Stimmt, ja, leider kein Bang & Olufsen, da hat man wirklich dann gespart. Und kein M-Paket. Das sind so die zwei Sachen, die mir jetzt spontan auffallen. Aber es ist ein X-Drive. Und M6 steht vorne drauf. Auf dem Grill. Ja, ein Performance-Größe eingebauter Kollege, damit es wenigstens ein bisschen aussieht wie. Auto holt ist klar, großes Navi ist klar, LED-Scheinwerfer. Ne? Die braune Farbe ist schon, wie sagt man denn am besten, individuell. Ich habe mir so gedacht, wo ich den gekauft habe. Ich dachte, naja, kein M-Paket, scheiße. Ne? In Anführungsstrichen scheiße. Wobei der 6er auch ohne M-Paket gut aussieht. Weil eine hübsche Felge und Shadowline. Das reißt es ein bisschen raus in Farb, in der Kombination mit der Farbe. Und was BMW meiner Meinung nach sehr gut gelöst hat, wenn man sich das mal hier angucken will, es gibt ja halt Hersteller, die ziehen das ja dann so komplett durch, eine Farbe im Innenraum. Also sprich mit Lenkrad, Armaturenbrett, Oberteil, Schaltknopf, alles. Ja. Und das hat BMW, löst es immer sehr schön, indem sie das alles zweifarbig gestalten. Das sieht halt sehr ansprechend aus. Also die Produktdesigner oder wie man die nennen will, oder die, die es gemacht haben, Interieurdesigner, die haben das schon echt cool gemacht. Ne? Ich finde es auch geil mit dem schwarzen Leder auf dem Armaturenbrett. Finde ich sehr cool. Obergeil. Also du merkst auch beim Fahren, ne, das ist wie so ein S-Klasse-Coupé. Das ist kein Bock zu lesen, ihr müsst, so, ne, Betriebsanleitung. Ansonsten Checkheft und Zeug kriegen wir ja zugeschickt. Das kommt dann immer im Nachgang, das ist beim Auto im Regelfall nicht dabei. Das heißt also Reserveschlüssel. Man hat es, glaube ich, auch, so wie ich den Eindruck jetzt mittlerweile gewonnen habe, im Punkto Winterräder bei Sportwagen und Coupés sich angewöhnt offensichtlich, die jetzt mit der Post zu versenden im Nachgang. Ne? Ja. Genau, Batterie und hier das Bordwerkzeug. Und was sagt ihr dazu? Ist schon lässig das Ding, oder? Tut schon, ist gut. Da ist die Felge ein bisschen eingerammelt. Ich gucke es mal hier mit den Kollegen an. Bei 65 der letzte Service. Den werden wir auch endoskopieren. Dann sehen wir mal, wie es da drin aussieht, von den Brennräumen her. Ne? Mhm. Das wissen wir ja, worauf wir achten müssen. Und was normal ist. Und was normal ist und was nicht normal ist. Das ist einfach ein cooles Auto. So ein geiles Auto eigentlich, was Geld. Ne? Wenn sich das mal anguckt, was du hier für ein Boot fährst, verzichtest du ja eigentlich auf nichts. Du hast sogar eine Standheizung. Und du machst echt einen Chef. Ne? Ich meine, um ehrlich zu sein, ohne M-Paket sieht noch nicht mal schlecht aus. Ne? Wie beim 3er oder beim 5er ohne M-Paket geht gar nicht. Bei dem... Ja, die Form ist einfach schon cool. Ne? Mit dem Shadowline, mit der Felge geht eigentlich gar. Ne? Finde ich. Man könnte sich jetzt natürlich unter die Stoßstangen dran fummeln, aber... Ich würde es da lassen. Ja, ich denke auch, dass wenn wir den jetzt nicht zerreißen müssen, wär mir natürlich das Liebste. Dann bieten wir den halt zum Verkauf an und ölen den aber auch vorher gleich um. Und geben den nächsten Käufer auf jeden Fall einen Hinweis, 102 Oktan bitte. Also wer so eine Karre fährt, sollte auch die Penunzen haben, im Zweifel auch die 102 sich leisten zu können. Ne? Bin ich unzufrieden. Also
wenn der jetzt noch das hält, was er verspricht, bin ich jetzt eigentlich zufrieden. Man muss ja immer zufrieden sein, ne? Ja, eben. Ne? So, kann ja nur scheiße sein und meckern, ne? Muss ja immer gut sein. So, komm, wir müssen los. Wie gefällt es dir, das Ding? Ja, ich finde ihn geil. Ich fühle den. Mhm. Also gut, ich hatte noch ein bisschen Schiss vor diesem Motor. Ne? Jetzt habe ich, weiß nicht, habe ich mir so ein Ding, ob ich den noch so fühle wie vorher. Wenn man weiß, was da so auf ihn zukommen kann. Aber ich denke, wenn man den umölt so, ne, und richtig behandelt, ja, und weiterhin richtig pflegt. Ja. Die Frage, die ich mir stelle, ne? Welcher Motor gilt denn heute noch wirklich als standfest, der ja, nicht 20 Jahre alt ist? Na klar, ne? Gibt's da einen? Mhm. Wo du jetzt wirklich sagst, safe hält, funktioniert, macht keine Späne. Ich sage es von einem großvolumigen V8 Benzin, ja, oder V12 oder wo wirklich funktioniert. Entweder haben sie Lagerschleimprobleme, dann haben sie Kettenprobleme, dann haben sie Kolbenkipperprobleme, dann haben sie Ölfraßprobleme. Ja, so richtig sorglos unterwegs bist du da wahrscheinlich nie. Na. Nee. Und ich finde den von der Form her und so extrem geil, das Auto. Also die Front und so, ich feiere das extrem. Schönes Auto, ne? Ja, mega. Ich finde es auch ein sehr würdiger Nachfolger theoretisch für einen E24, wenn man so will. Also, ja, ist zwar ein bisschen eine andere Liga, finde ich, weil ja, der E24 war schon nochmal einen Ticken sportlicher. Hm. Das hier ist ja wirklich ein Gran Turismo. Das ist ja, ja wirklich was zum Cruisen, zum Chillen, ne, zum Autobahn 250 anlegen und fahren. Und genial, wie das Ding hier durch die Kurven fährt. Das ist eigentlich so Platz ohne Ende, finde ich. Hat das ein Ding mal als M6? Hm. Platz ohne Ende, mit 100 übrigens runter, problemlos. Und macht halt übelst Bock damit zu fahren. Ne? So, jetzt haben wir unser schönes G-Modell. Was fährst du? Ja, das habe ich vorhin auch schon gefragt. Ich weiß nicht. Ich kann auch G-Modell fahren, wenn du lieber BMW einfahren willst und gucken willst. Ja, ja, funktioniert. Also ich hätte jetzt hier keine Sorge. Gut, okay. Beim letzten Mal, wo ich das gedacht habe, ist dann das Ding einfach festgegangen. Ja, gut. Ja, okay. Gut, okay. Da war dann einfach vorbei. Na, wenn, dann fahre ich ihn selber wenigstens mal kaputt. Ja, gut. Dann bist du diesmal dran. Und ich mache diesmal das G-Modell. Vielleicht hältst du dann. Fühlst du doch auch, oder? Mann. G-Modell? Da wolltest du doch schon immer mal fahren. Das nimmt ja jegliche Hektik so, ne? Du sitzt einfach drin und... Die Karre, ja. Ja. Die Karre auf jeden Fall. Genau, das hast du gut umschrieben. Das entschleunigt total, ne? Weil beschleunigen ist ja da nicht viel. Nee. Also er beschleunigt schon, aber eben nicht so wie... Du willst aber auch nicht richtig. Also du sitzt halt und fährst ein bisschen, tuckerst vor dich hin. Tuckerst ein bisschen easy vor dich hin und bist gechillt, ne? Eigentlich genau. Angenehm. So, na, dann sehen wir mal zu, dass wir jetzt schleunigst Richtung Heimat kommen, hoffentlich staufrei. Und ich hoffe mal, problemlos. Also wenn das Video jetzt endet, dann haben wir es geschafft. Wenn wir dann uns nochmal melden. Also sprich, wenn jetzt nochmal irgendwie, ja, da sind wir wieder und übrigens ja, dann weißt du genau, alles klar. Ja. Einer von beiden hat gesagt, ciao Kakao. Ich glaube jetzt nicht, dass wir mit den Dingen jetzt hier verrecken, hoffe ich auf der Autobahn. Nee, man hofft's nicht. Er macht jetzt nicht den Eindruck. Nee, aber das hat der andere auch nie gemacht. Ja, eben, das ist halt das Schwierige. Ne? Aber gut. Das ist das Schlimme, ne? Der andere war auch fit. Aber wir können doch mal schnell zeigen, wie das Ding rußt, übrigens, das G-Modell, ja? Oh ja, warte. Warum ist er, ja? Alter. Noch Fragen, Kunde? Das ist wild, ne? Das ist schon geil. Das ist sehr geil. Das ist leider sehr geil. Sehr gut. Die Felge spricht ja auch für sich, ne? Geil ist es auf jeden Fall. Auf jeden. Also wenn du normal fährst, ruhst du jetzt nicht so viel, aber wenn du dann eben ein bisschen Last machst, ne? Das ist halt die typische Diesel-AU. Vielleicht ist man das auch einfach schon gar nicht mehr so gewöhnt, dass überhaupt ein Auto qualmt. Mhm. Dass man sich jetzt hier einfach komplett dran stößt und irritiert irgendwie so und denkt so, oh, okay, das ist normal oder was? Weil die Felge, ne, Alter? Ja, die Felge ist schon krass. Das ist schon... Der ganze Reifen. Ich muss nicht anfassen. Ja. Alter. Ja, oder er ist halt wieder voll bei Kräften, ich weiß es nicht. Ne? Also wir haben ja Injektoren überarbeitet, Lader ist neu, der Motor halt, ne? Also das ist ja quasi immer mehr oder weniger frisches Ding. Ne? Vielleicht muss das einfach so. Ich denke auch, dass es so muss, auch wenn man sich da irgendwie ein bisschen ja, irritiert fühlt. Ne? Du brauchst eigentlich eine schwarze Felge. Ne? Ja. Macht eigentlich Sinn. Weil sieht auch, guck mal, sieht auch komplett beschissen aus. Ja, so eben. Fährst, ne? Da weiß ich noch, was los ist eigentlich. Ja, da weiß ich, was los ist. Und wir wegfahren, ne? Ja. Na gut, dann machen wir Schluss, oder? Ja. Hab ich alles? Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald, ciao.